Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie heute zum dritten Teil der vierten Season, die von der romantischen Liebe handelt. Heute geht es darum, den gedanklichen Wandel, der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stattfindet, noch einmal deutlich zu machen. Ein Wandel, der dann auch spürbare Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Mann und Frau, auf die sogenannte romantische Liebe haben wird. In dieser Zeit, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, kommt es in Mitteleuropa dazu, dass man abgeht von der sogenannten Konvenienzehe zur sogenannten Liebesheirat. Was heißt das? Konvenienzehe meint, dass man innerhalb der Standesgrenzen heiratet, aus Vernunftgründen. Man kann dann sich einen Liebhaber zulegen, aber die Grenzen des der Partnerwahl sind gezogen durch den Stand. Das sind sozusagen objektiv gegebene gesellschaftliche Kriterien. Das wandelt sich nun in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Von nun an gibt es so etwas wie die Liebesheirat, die auf der Zuneigung zweier Personen zueinander beruht, also auf so etwas, was man Gefühl nennt, etwas sehr Subjektives, was nicht mehr einen objektiven gesellschaftlichen Rahmen hat und erfordert. Und diese Entwicklung, die wir sehen in den Liebesbeziehungen, wird eben ausgelöst durch einen gedanklichen Wandel, der alle Bereiche des Lebens erfasst. Und das ist ein tiefgreifender Wandel und wohl niemand hat ihn so präzise formuliert und so durchdringend gedacht wie ein deutscher Philosoph. Er hieß Immanuel Kant, gelebt hat er 1724 bis 1804. Und er hat ein Buch geschrieben, was 1781 in der ersten Auflage erschienen ist, aber dann vor allem in der zweiten Auflage von 1787 Furore gemacht hat. Und das Buch heißt Kritik der reinen Vernunft. Es formulierte ein neues Denken, eine neue Wirklichkeit. Und in diesem Buch sprach Kant der Möglichkeit zur objektiven Erkenntnis der Welt ab. Es gab keine Möglichkeit mehr, die Welt objektiv wahrzuerkennen. Jede Erkenntnis, die sich auf die Welt bezieht, auf Dinge in der Welt, ist rein subjektiv, ist menschlich bedingt. Und das katapultierte die Wahrheit, den Sinn, die Suche nach der Wahrheit sozusagen aus der Welt. Bis heute gibt es eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Werk. Bis heute ist dieses Werk ganz wichtig für die Erkenntnistheorie, wenn natürlich auch in modifizierter Form. Ich bin aufmerksam gemacht worden auf dieses Buch als junge Studentin, als ich einmal aus Versehen in ein Seminar hineinplatzte, in dem ein Dozent an der Tafel ganz einfach erklärte, worum es eigentlich ging. Und das machte er so einfach klar, dass mir das sofort eingeleuchtet hat. Und das will ich versuchen, Ihnen auch klar zu machen. Und wenn man das verstanden hat, dann versteht man sehr viel vom gesellschaftlichen Wandel in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis hinein ins 19. Jahrhundert, bis zu den großen philosophischen Theorien eben eines Hegel und dann eines Karl Marx. Der Ausgangspunkt ist folgender. Um Welt zu erkennen und wahrzuerkennen, also eine wahre Beziehung, Erkenntnisbeziehung zwischen Subjekt und Objekt herzustellen, braucht es ein Tertium Comparationis, ein drittes, was sozusagen die Verbindung zwischen Subjekt und Objekt ermöglicht. Und das ist in Europa Gott. Gott, der metaphysisch transzendent gedacht wird, hat die physische
Welt erschaffen, hat den Menschen erschaffen, das erkennende Subjekt, und die Welt, die physische Welt, die materielle Welt, die körperliche Welt. Und da er beides erschaffen hat, das erkennende Subjekt und die Welt, kann er dem erkennenden Subjekt die Fähigkeit zur Wahrheitserkenntnis einpflanzen und damit eine stabile Verbindung schaffen, die eine wahre Erkenntnis der Welt möglich macht. Man kann mit diesem Dreiecksmodell von Gott, Mensch und Welt etwas schaffen, was objektiv wahre Erkenntnis möglich macht. Nun aber, im Laufe des 18. Jahrhunderts wird dieses Erkenntnisdreieck fragwürdig. Man unterzieht dieses Erkenntnisdreieck Zweifeln. Das sind die sogenannten Empiristen, da ist David Hume zu nennen. Und er sagt, die Sinne können doch täuschen. Den erkennenden Menschen, der ein Mensch der Sinne ist, der kann auch sein Verstand, kann ihn einfach auf Irrwege führen. Der Mensch kann die Welt nicht mehr wahr erkennen. Und dagegen gab es die Fraktion der Rationalisten, die weiterhin behaupteten, in Nachfolge von Descartes, dass Vernunft die Welt objektiv erkennen lässt. Und zwischen beiden Fraktionen, zwischen Empiristen und Rationalisten, war nun ein heftiger Streit entstanden. Und hinzu kam nun eine große Kritik auch an den Theologen. Die Theologie hatte die europäische Welt in einen 30-jährigen Krieg auch geführt, in der sich Katholiken und Protestanten bis aufs Messer bekämpften. Man hatte genug von Theologen, von Glaubenskämpfen und wollte fort davon zu einer etwas, zu einer rationaleren Erklärung, säkularen Erklärung der Welt. Und nun, die Lösung dafür bot Immanuel Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft. Und wie macht er das? Er sagte also, ging aus, wenn Sie nochmal dieses Erkenntnisdreieck haben, von Gott, Mensch und Welt. Und er sagte nun, dass dieser Gott, den er von nun an Ding an sich nennen will, dass dieses geschlossene Erkenntnisdreieck durchgeschnitten wird. Dieser transzendente, metaphysische Gott, der Mensch und Welt geschaffen hatte, hatte sich aus der Welt zurückgezogen. Man sah das ja auch an dem Erdbeben von Lissabon. Man sah es darin, dass die Theologen keine schlüssigen, sinnvollen Erklärungen mehr für die Welt geben konnten. Gottes Wille war nicht mehr erkennbar. Er wirkte nicht mehr unmittelbar in dieser Welt. Und das bedeutete, dass das Erkenntnisdreieck zwischen Gott, Mensch und Welt, erkennendem Subjekt und zu erkennender objektiver Welt, zerschnitten war. Von nun an hatte der Mensch keine Möglichkeit, über ein Tertium Comparationis mehr die Welt zu verstehen. Er hatte nur noch menschliche Organe, um die Welt zu verstehen, nämlich seinen Verstand und seine Sinne. Von nun an wählte Kant für Gott, für den metaphysischen Erschaffer der Welt, einen Begriff, der sehr abstrakt, sehr säkular klingt, nämlich das sogenannte Ding an sich. Das ist ja nun schon wirklich kein theologischer Begriff mehr. Und die Ebene von Subjekt, erkennendem Subjekt und zu erkennender Welt nannte er die Welt der Erscheinungen, den Menschen, der die Natur mithilfe seiner Technik, seiner Erkenntnismöglichkeiten zu begreifen versuchte. Und er sagte, dieses Ding an sich, was in der metaphysischen, transzendenten Ebene existiert, seiend ist,
ist gar nicht mehr erkennbar, weil eben zwischen dem erkennenden Subjekt und dem Ding an sich die Verbindungslinie gekappt ist. Der Mensch kann die Welt gar nicht mehr erkennen, wie sie in Wahrheit ist, sondern nur, wie sie erscheint. Sie ist eben eine Welt der Erscheinungen geworden. Alle metaphysisch transzendenten Momente wie Gott zum Beispiel oder Seele oder Unsterblichkeit, das waren Dinge, die die Theologen beschäftigen und beschäftigt haben, konnte man nicht mehr erkennen als Mensch, konnte man nicht mehr wahr erkennen. Alle transzendenten Elemente waren nur noch transzendental erkennbar. Das heißt, der Mensch konnte sich auf das Transzendente an sich beziehen, aber seine Erkenntnis darüber war eben nur die Möglichkeit seiner Beziehung auf dieses Transzendente, eben transzendental. Und Theologen, die behaupteten, die Wahrheit erkennen zu können, logen. Sie hatten ihre Daseinsberechtigung verloren in dieser neuen Denke. Man wendete sich ab von den Theologen und das förderte einen Säkularisationsschub, der eben zu einer entscheidendes späte 18. und 19. und auch das 20. Jahrhundert geprägt hat. Das ist das eine, Säkularisierung. Das zweite ist, man von nun an wendete sich der europäische Mensch der Körperwelt zu, der Welt der Erscheinungen, ein neuer Materialismus entstand, der sich eben auch in Philosophien, Ideologien materialistischer Art im 19. Jahrhundert breit machte. Nicht nur transzendente Elemente waren nun nicht mehr wahr erkennbar, also Gott, Seele und Sterblichkeit, sondern grundsätzlich alles war nicht mehr wahr erkennbar. Der Mensch konnte von nun an nur Welt erkennen, das Subjekt, das Objekt, gemäß der menschlichen Möglichkeiten, die ihm offen standen. Das ist halt nur sein Verstand und seine Sinne. Der Mensch war nun bedingt, er war Bedingungen der menschlichen Erkenntnis unterworfen. Er war unfrei, denn gebunden an die Möglichkeiten seiner menschlichen Erkenntnis. Das Ding an sich aber war unbedingt, und zwar in mehrerlei Hinsicht, in dreierlei Hinsicht. Dieses Ding an sich, ein säkularer Begriff für Gott, war frei im Unterschied zum bedingten Menschen. Er war keinen Bedingungen unterworfen. Gott ist vollkommen frei in allem, was er tut. Ist keiner Notwendigkeit unterworfen. Und drittens, er ist unbedingt vorhanden. Er ist unbedingt als Seiender da. Und so blieb in der Kantschen Erkenntnistheorie und Philosophie und auch in den nachfolgenden Philosophien für viele bis heute der Dualismus von Gott und Welt, Erscheinungswelt erhalten. Gott existiert, ist seiend, man kann ihn nur nicht mehr wahr erkennen. Und Kant erklärte das ganz einfach für ihn mit einer Formel, die man später dann ziemlich schnell angreifen konnte. Wo etwas erscheint, muss etwas sein, das erscheinen kann. Wenn es eine Welt der Erscheinungen gibt, muss etwas Seiendes sein, was erscheinen kann. Und das bedeutete, Gott war existent, war seiend, war da, man konnte ihn nur nicht mehr erkennen. Und nun untersuchte sein Buch Die Kritik der reinen Vernunft die Möglichkeiten und Bedingtheiten des menschlichen Verstandes. Und Kant kam zu eben folgenden Schlüssen. Der Mensch lebt im Reich der Notwendigkeit, das dem Reich der Freiheit
gegenübersteht. Der Mensch, das Reich der Notwendigkeit, das ist der Reich, in dem es notwendige Gesetze und Bedingtheiten gibt. Alle Vorstellungen, die der Mensch über das An-sich-Sein der Welt entwickelt, über Gott, über das Transzendente, waren von nun an transzendental, menschenabhängig, zeitabhängig. Es waren Ideen des Menschen über das Transzendente. Und das führte zu dem, was man in der Philosophiegeschichte den Idealismus nennt. Und ganz besonders den deutschen Idealismus, der dann europaweit seinen Siegeszug angetreten hat. Alle Vorstellungen des Menschen über die Welt, der Erscheinungen ist menschlich bedingt, ist subjektiv. Und das führt zu dem dritten Begriff, den wir brauchen in der Diskussion, auch für unsere romantische Liebe, das ist Subjektivismus. Da nun, das ist eine sehr spannende Schlussfolgerung aus diesem Denken, da nun alles, was wir über die Welt denken, menschlich bedingt, subjektiv ist, bedeutet das aber auch, dass wenn man seinen Verstand sehr funktional einsetzt, wenn man sehr logisch argumentiert, wenn man sehr logisch denkt, dann kann man ein total vernünftigen Entwurf der Welt über die Welt entwickeln, der zwar subjektiv ist, aber in sich widerspruchsfrei. Man kann sozusagen aus dem einen Moment, dass ja alles aus dem menschlichen Subjekt herauskommt, alles total vernünftig und zwar alles erklären. Und daraus kommt etwas, was wir dann Totalität nennen, und was dann auch im späten 19., 20. Jahrhundert in das übergekippt ist, was wir Totalitarismus nennen, nämlich Vorstellungen, dass man als Mensch totale Systeme denken kann, die totalitär auf die Gesamtheit der Welt sich auswirken. Die Allheit des Vielen kann in einem System zusammengefasst werden. Sei das ein System der Vernunft, wie es eben auch Hegel versucht hat, oder das totale Rationalität beansprucht, oder ein System, wie es dann Karl Marx auf die Beine gestellt hat, nämlich eine Rationalität, die auf den Regeln des Marktes, der Ökonomie beruht. Ein weiterer Begriff und ein weiteres Moment entsteht aus dieser Grundvorstellung von Kant. Da alle Vorstellungen, die der Mensch über die Zeit, über die Welt entwickelt, menschlich bedingt sind und die Menschen sich ja verändern, das sieht man ja in der Geschichte, kann man daraus schlussfolgern, dass alle Vorstellungen über die Welt sich geschichtlich entwickeln, zeitbedingt sind. Und daraus kommt etwas, was man mit dem Schlagwort Verzeitlichung, Entwicklung beschreiben kann. Das haben wir uns schon mal als wesentliches Moment des späten 18. und 19. Jahrhunderts benannt, die Dynamisierung der Zeit, die katapultiert sich aus diesem Gedanken Kants, des Zerschneidens der Möglichkeiten der Erkenntnis, der wahren Erkenntnis. So, und dann gibt es eine letzte Konsequenz. Wenn der Mensch weiß, dass alles, was er erkennen kann, menschlich bedingt ist und dass das sogar noch zeitabhängig ist, dann weiß er doch in seinem Inneren, dass es einen Gott gibt, dass dieser Gott existiert. Er weiß, dass er unfrei ist, was das Wissen über die Welt angeht. Aber sein Fühlen, sein Ahnen und sein Glauben vermittelt ihm die Gewissheit, dass es da etwas Transzendentes gibt, was er zwar nicht mehr erkennen kann, aber was unbedingt da ist. Und
Insofern, in was das Fühlen, Ahnen, Glauben angeht, ist der Mensch frei, weil er sich auf dieses Freie bezieht. Und so hat Kant gesagt: Ich habe das Wissen eingeschränkt, um dem Glauben Platz zu machen. Ich musste zeigen, dass die Erkenntnis menschlich bedingt ist, aber dadurch habe ich dem intuitiven, fühlenden Wissen um ein transzendentes Platz gemacht. Und das summiert sich dann in dem Begriff: Der Mensch ist Bürger zweier Welten, er ist Teil des Reiches der Unfreiheit, sein Wissen ist menschlich bedingt, Vernunft und Verstand und sein Bewusstsein sind den Regeln seiner menschlichen Bedingtheit unterworfen. Aber andererseits, was das Reich der Gefühle angeht, ist er frei. Und dieses Reich der Gefühle ist nun ein Reich, das sich der Rationalität und dem Verstand entgegenstellt und dem Bewusstsein und wird nun sozusagen neu erfunden als das Reich des Unbewussten. Eine neue Kategorie entsteht, die Kategorie des Unbewussten 100 Jahre vor Sigmund Freud. Das ist ein entscheidendes Moment, was ganz stark dann auch die Diskussion um die Beziehung zwischen Mann und Frau prägen wird. Wir fassen also zusammen: Diese Kritik der reinen Vernunft, erste Auflage 1781, zweite Auflage 1787, hat ein Denken auf den Begriff gebracht, das sich durch folgende Momente noch einmal, fasse sie zusammen, beschreiben lässt. Verstand und Sinne sind menschlich bedingt, sind Erkenntnismöglichkeiten des erkennenden Subjekts, menschlichen Subjekts. Verstand und Sinne. Zweitens, Säkularisierung. Gott, das Transzendente, ist nicht mehr erkennbar, nur noch eine Welt ohne Gott, ohne Gottes Eingreifen, wird für den Menschen interessant. Das bedeutet drittens eine Hinwendung zur Erscheinungswelt, weg von der Metaphysik, eine Hinwendung zur Materie, zur Körperwelt. Viertens, von nun an unterscheiden wir zwischen Freiheit und Notwendigkeit, dem Ding an sich, was frei ist, und der Notwendigkeit der Unfreiheit. Und da der Mensch in der Welt der Erscheinungen lebt und seine Erkenntnis menschlich bedingt ist, ist alle Erkenntnis subjektiv. Subjektivismus ist der fünfte Kategorie, mit der wir von nun an rechnen müssen. Wenn das aber so ist, dann kann ein sehr kluger Mensch ein sehr widerspruchsfreie Vorstellungen von der Welt entwickeln, so etwas wie eine totale Systematik. Und das wiederum führt zu den totalitären Ideologien, die im 19. und dann vor allem auch im 20. Jahrhundert in Europa Fuß fassen. Siebtens, das menschliche Subjekt ist zeitbedingt. Unterschiedliche Zeiten entwickeln unterschiedliche Vorstellungen von der Welt. Also ist jede Erkenntnis, die ein Ich entwickelt, zeitlich bedingt. Verzeitlichung. Achtens, von nun an gibt es eine neue Kategorie, das Unbewusste, dem das Bewusstsein, die Reflektiertheit gegenübergestellt wird. Und neuntens, der Mensch ist ein Doppelwesen, ein Bürger zweier Welten. Was sein Wissen angeht, ist er bedingt. Was sein Fühlen, Ahnen und Glauben angeht, reicht er in das Reich der Freiheit, reicht er in das, bezieht er sich auf die transzendente metaphysische Welt. Und all das, was jetzt vielleicht in Begriffen schwierig klingt, ist eigentlich ganz einfach zu verstehen, wenn Sie sich immer vorstellen, dieses Dreieck, dieses Erkenntnisdreieck. Das alte war
Gott, Mensch, Welt. Und dadurch, dass das im Barock geschlossen war und Gott den Menschen und die Welt geschaffen hatte, war wahre Erkenntnis möglich. Denn Gott wollte ja, dass der Mensch wahr erkennt. Und nun kam Kritik an dem Ganzen auf, das Erkenntnisdreieck wird gekappt. Gott wirkt nicht mehr auf die Erkenntnismöglichkeiten des Menschen auf die Welt ein. Er hat sich zurückgezogen aus der Geschichte und der Mensch ist auf sich allein gestellt und hat nur seine menschlichen Möglichkeiten, um die Welt zu erkennen. Und das ist eben keine wahre Erkenntnis, weil er ja nicht weiß, was sich Gott an sich gedacht hat, als er diese Welt geschaffen hat. Okay, das klingt jetzt alles sehr philosophisch, aber das hat eminente Auswirkungen auch auf die Beziehung zwischen Mann und Frau, weil nun die ganze Beziehung zwischen Männern und Frauen gedacht wird mit dem Moment der Subjektivität, der Verzeitlichung, der Kategorien bewusst, unbewusst und einer Hinwendung zum Körperlichen, wie wir es in den Zeiten davor nicht kennengelernt haben, zu einer Bejahung des Körperlichen und damit letztlich eben auch zu einer Bejahung der Sexualität, die vollkommen neu ist, was das Abendland angeht. Und diese Momente, die wir heute erarbeitet haben, wollen wir uns dann im Folgenden anschauen, wenn es um die Literatur der romantischen Liebe geht. Und das ist dann sehr viel weniger philosophisch, aber sehr viel spaßiger, interessanter und auch letztendlich auf einem Modell beruhend, einem philosophischen Modell, was doch für die heutige Zeit nicht mehr zutrifft.